Der Genussguide bringt mich heute ins Barbecue-Restaurant Marengo in der Pohlgasse. Essen ist Kultur. Mitten in Wien treffen verschiedene Kulturen auf genussvolle Weise aufeinander. Nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt beliebt. Barbecue. Servus Karin. Servus. Herzlich willkommen im Barbecue-Restaurant Marengo in der Pohlgasse. Dankeschön. Ich habe gehört, ihr habt einen ganz besonderen Holzkohlengrill. Ja, das stimmt. Es ist alles schon vorbereitet. Schön. Hier im Barbecue-Restaurant Marengo hat sich Familie Zetschitz einen Traum erfüllt und ein schick und elegant ausgestattetes Restaurant eröffnet, das sich bei klein und groß höchster Beliebtheit erfreut und sich auf die verschiedensten Steakarten und Grillvariationen spezialisiert hat. Genießen und wohlfühlen ist hier garantiert. Für die 2 Meter Grillplatte starten wir jetzt mit dem Pleskawitzgericht. Genau, wir machen unsere gefüllten Pleskawitzer. Mhm. Dafür verwenden wir unser Fleisch. Mhm. Welches wir selber produzieren und wir machen es mit Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Was ist das für ein Fleisch? Das ist reines Rindfleisch, 100% Rindfleisch, genau. Prise Knoblauch. Genau, Prise Salz, ein paar Stückchen Zwiebeln und eine Prise Pfeffer. Anschließend vermengen wir das alles. Machen wir uns eine Kugel. Und formen daraus eine Pleskawitzka. Pleskawitzka heißt was? Ein bosnischer Begriff, ja, für verschiedenes Leibchen sozusagen. Ah. Jetzt füllen wir es mit Käse und geräuchten Rumsteak. Das ist unser selbstgemachtes Rumsteak. Das wird auch bis zu 8-9 Wochen getrocknet. Also wir nehmen ein Stück, legen es in die Mitte, nehmen 1 bis 2 Scheiben Käse. Was ist das für ein Käse? Das ist Cheddar-Schmelzkäse. Genau. Man kann natürlich andere Käsesorten verwenden, aber wir verwenden den, weil er besonders saftig ist und zart. Dann schließen wir die gefüllte Pleskawitzka anschließend. Das ist jetzt die Marengo-Variante, die gefüllten Pleskawitzka. Genau, die Marengo-Variante. Das ist als Vorspeise und als Hauptspeise geeignet. Und jetzt direkt auf dem Holzofengrill. Genau so ist es. Gefüllte Pleskawitzka. Cevapcici. Kalbschnitzel. Mm. Für wie viele Personen ist die 2 Meter Grillplatte? Für 14 bis 16 Personen. Kalbspieß. Hühnerschnitzel. Und zum Schluss kommen noch die Pleskawitzka, die normalen. Und gewürzt ist schon alles. Wir würzen gar nichts. Wir würzen gar erst nicht? Gegen Ende ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und das war's. Aha. Und das Wichtige beim Grillen ist die Glut, dass es, glaube ich, die richtige Temperatur hat. Genau. Muss man schauen, dass es eine gute Glut hat. Genau, so ist es. Nicht zu stark, nicht zu schwach, damit es eine schöne Farbe bekommt. Das ist das Wichtigste. Und natürlich der Geschmack. Ja. Muss dann natürlich gewendet werden. Auf jeden Fall, ja. In unterschiedlichen Zeiten. Genau. Was braucht am längsten? Also die gefüllten Sachen brauchen am längsten, die Cevapcici und die Kalbspieße. Mhm. Kalbschnitzel, Hühnerschnitzel und Pleskawitzka gehen ratzfatz. Und jetzt bereiten wir das 1 Kilo Tomahawk-Steak vor. Wir geben es zuerst ins Öl und hauen es dann auf den Grill. Genau, wir brutzeln es jetzt 5 Minuten auf jeder Seite und dann ist es schön medium. Dafür ist ja die Temperatur auch immer sehr wichtig. Auf jeden Fall, ne? Ja. Wie hast du die im Überblick? Einfach, indem ich das anhebe und das Feuer ein bisschen entweder verstärke oder minimiere. Mhm, wie würdest du das jetzt verstärken? Also verstärken, indem ich ein Rechen nehme und mit dem Rechen einfach einmal unten durch. Und dann wäre es schon. Dann flammt es nochmal auf. Genau. Und das ist jetzt ein Dry-Age Tomahawk Steak. Genau, so ist es. Dry-Age bedeutet trocken gereift. Ja.
Und es wird in unserem 3-Ager Trockenreif 21 Tage lang. Es verleiht einen besonderen Geschmack. Es wird nussig und butterig und das Fleisch wird schön dunkelrot. Das Auge ist mit und auch das ist hier ein Hochgenuss. Das Dry-Age Tomahawk Steak, perfekt angerichtet, die beliebte 2 Meter Grillplatte mit verschiedensten Grillköstlichkeiten, Kindermenü, herzhafte Burger. Dankeschön für die Einladung. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, einen grünen Veltliner aus dem niederösterreichischen Traisental vom Herzinger. Vielen lieben Dank, dankeschön. Ihr habt euch mit dem Restaurant Marengo einen Traum erfüllt. Wie kam es dazu? Das Restaurant Marengo ist seit 26 Jahren im Familienbesitz. Tatsächlich sind wir alle leidenschaftliche Gastronomen. Und so kam es dazu. Ah, da kommt ja schon die 2 Meter Grillplatte. Essen ist Kultur, die zusammenbringt. Das spiegelt sich bei euch auch wunderbar im Team wieder. Das stimmt. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, ein junges, dynamisches, innovatives, quergemischtes Team zusammenzustellen, was mir, wie ich finde, gelungen ist. In einem Steak-Restaurant ist natürlich die Fleischqualität besonders wichtig. Und da bekommt man bei euch ja auch nur das Feinste vom Feinen. Ja, unsere Qualitätskontrolle führen wir tatsächlich selber durch. Wöchentlich. Unser geräuchertes Rumpsteak hat einen internationalen Preis gewonnen. In der Kategorie Räucher-Rumpsteak haben wir den ersten Platz gewonnen. Und das Iberico, das spanische Iberico-Rumpsteak, hat jetzt 3 Jahre in Folge den ersten Preis bei der Steaks Challenge gewonnen. Das ist uns wirklich sehr wichtig, die Qualität, und darauf legen wir viel Wert. Familie und Kinder stehen bei euch auch hoch im Kurs. Ja, genau. Da wir ein Familienbetrieb sind, ist das natürlich logisch, dass wir die Kinder herzlich willkommen heißen. Und unsere kleinen Gäste, wie auch die großen Gäste, sind alle herzlich willkommen. Mir persönlich war es auch sehr wichtig, dass sich jeder Gast, der ins Marengo kommt, wohlfühlt und dass der Gast auch weiß, dass er wahrgenommen wird. Wir sind auch dankbar, dass der Gast auch sich entschieden hat, bewusst ins Marengo zu kommen. Und für unsere kleinen Gäste haben wir eine Kinderspeisekarte. Jeder kleine Gast kriegt von uns ein Geschenk, ein kleines Dessert, einen Luftballon und eine Karte zum Ausmalen. Und zum Abschluss kriegen wir noch einen guten Illy Espresso. Jetzt werde ich für meinen Weg nach Hause vom Barbecue-Restaurant Marengo ein 40-100 Green Taxi per App bestellen. Und wenn ich einmal wieder Gusto auf ein saftiges Steak habe, dann gehe ich auf die Homepage von Österreich hat Geschmack. Dort findet man das Rezept. Und eins steht fest, das Restaurant Marengo hat mit Sicherheit Geschmack.